Okay. Welle der Urd. Was für ein Schleier. Boah. Die Schicksalsquelle. Nicht einmal ich kenne all deine Geheimnisse. Da bin ich mal gespannt. Der Sonnenstein wurde bewegt. Der Lichtpfad hat sich verschoben. Aha. Was? Diese Höhlen reichen tief. Nidhögg und seine Schlangen waren fleißig. Ein vollendeter Brief. Oho. Oh ja. Hier ist auch was, oder? Alter, wie krass das aussieht. Habi, Loki sagte, du wärst hier. Er erzählte mir von der Bitte des Baumeisters. Sein Angebot besorgt mich sehr. Warum wurde der Durchgang geschlossen? Ist jemand kürzlich hier gewesen? Hörst du mich, Habi? Dieser Baumeister ist uns völlig fremd. Wir kennen seine Absichten nicht. Ich bin der König Asgards, Tyr. Zweifle nicht an meiner Absicht, es zu schützen. Beruhig dich doch. Was bedrückt dich? Eine Weissagung bedrückt mich. Die Nornir sagten, ich würde bei der Ragnarök sterben. Sie beschrieben mir mein Dahinscheiden. Fast alle von uns werden in der letzten Schlacht fallen, das wissen wir. Doch wird es ein guter Tod sein. Und wir werden in glorreichen Geschichten weiterleben. In den kommenden Tagen brauche ich deine Stärke, um mich zu erden, um mich zu fordern, um mich vom Abgrund zurückzuziehen, wenn ich taumle. Das werde ich, solange mich ein Atem erfüllt. Und so muss ich dich warnen. Wandle mit Vorsicht an diesem Ort. Was hier geschieht, kann in allen neuen Welten Wellen schlagen. What? Okay. Was können wir jetzt tun? Die Quelle ist versiegelt. Jemand ist bemüht, mich fernzuhalten. Vielleicht ist es als Warnung gedacht. Ich nehme es als Herausforderung. Bricht das Siegel der Quelle. Meine Erinnerung war es hier heller. Diese Sonnensteine sollen das Licht lenken, aber der Pfad wurde verändert. Oh, okay. Das ist ein kleines Rätselchen. Was, wenn ein Eindringling versucht hat, den Schutz der Quelle zu schwächen? Ob wir eingreifen sollten? Die Vollkommenheit dieses heiligen Ortes muss bewahrt werden.
Doch ob wir ein Fluch oder ein Segen sind, das bleibt abzuwarten. Okay, jetzt muss ich erstmal alles durchchecken hier. Ja, der braucht Energie oder Licht, auch immer. Was? Du hast das schon mal gemacht, Harvey. Ein, zweimal. Alter. Das Licht trifft auf sein Ziel. Der Stein wird beleuchtet. Ich schwör, das habe ich. Wie crazy. Ich bezweifle, dass die Norn hier unseren Besuch gutheißen. Ich habe mir schon gedacht, es muss doch was anderes geben. Längst fort sein, bevor sie uns bemerken. So dumm manchmal. So blind, blind. Ja, entweder so. Ach so. Dann mal so. Was passiert dann? So. Hier ist nur noch das andere. Dann haben wir es. Alter Schwede. Habe ich lange dafür gebraucht. Da hier war's. Ja. Ja. Ah. Das habe ich vorher ein bisschen verschoben. Ja. So müsste es passen. Nur noch das jetzt. Ui. Jetzt passt doch, oder? Ja, Alter. Minimal. Jetzt. Die Quelle steht uns offen. Ich gehe vor. Alter. Schöpfe Wasser aus der Quelle. Was du brauchst und beeile dich. Wir sollten hier nicht verweilen. Es ist vollbracht. Okay. Interagieren. Oh. Tür? Wölfe? Oh.
Babywolf. Na, 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 na. Das stimmt was nicht. Unvorsichtiger Welpe, du solltest nicht hier sein. Wo bist du? Ich kann keinen Oh Gott. Wolf erlebt. Harvey, nein! Geh aus dem Weg, Tür! Ich dulde keine Wölfe in Asgard! Dies ist ein heiliger Ort. Töten ist hier verboten. Das Bitte. Weißt du, Harvey. Mal dieser Wolf. Das ist doch der große, riesige Wolf. Oder? Gott, ist der süß. Bist du von Sinnen? Du verhältst dich, als wärst du vom Geist eines anderen besessen. Mein Geist ist frei, ich meine, er kann ja machen, was er will eigentlich. Das Schicksal treibt mich an. Ja, machen wir mal. Ich bin der vielgesichtige Tür, der Lärmer, der Speerführer, der Maskierte. Ich bin Langbart und Lumpenmantel. Ich bin der Wanderer, der Streiter. Und nun bin ich der Feind des Wolfes. Dies ist unabänderlich. Wessen Geist dich auch beherrscht, du darfst hier nicht töten. Vergieße kein unschuldiges Blut an dieser heiligen Stätte. Nimm dieses Tier und sperre es ein. Dasselbe täte ich mit jedem Wolf und Hund in Asgard, wenn ich könnte. Um deine Sorgen zu zerstreuen, erfülle ich deinen Wunsch. Der anstehende Krieg bedarf deiner vollen Aufmerksamkeit. Ich danke dir, Mutgeber, für deine ruhige Hand. Wer so tief hinabsteigt, kommt nie mehr nach oben. Verlasse Dann die Höhle. Uns nur der Weg nach oben. Kann ich da hoch? Nee, okay, hier ist nicht. Ja, da muss man wahrscheinlich schwimmen. Alter, ich kann unendlich lang schwimmen gerade, oder was? Loki. Sprich mit Loki. Du hast die Quelle betreten, nicht wahr? Hast du gefunden, was du gesucht hast? Ich habe ein Gefäß mit heiligem Wasser, ja. Bereitet der Baumeister seine Vorführung vor? Wie sah die Quelle aus? Friedlich? Ruhig? Still? Worauf willst du hinaus, Loki? Warte mal. Was meinst du? Ich bin nur neugierig. Die Quelle ist ein wundersamer Ort, den ich gern selbst einmal sehen würde.
Hat er was mit dem Wolf zu tun? Ein Wolfsjunges war bei uns, das unerlaubt heiligen Boden betreten hatte. Tyr kümmerte sich darum. Er kümmerte sich? Ist er tot? Mhm. Der Wolf lebt. Doch Tyr wird das Tier in seiner Halle einsperren. Kein Wolf in Asgard soll frei sein. Ach ja, gut. Eine weise Entscheidung, Harvey. Ich wollte ihn töten, doch Tyr hielt mich ab. Tyr ist vernünftig. Und er fährt gut damit. Du solltest öfter auf ihn hören. Und nun sage mir, wo ist der Baumeister? Unweit von hier auf einer Wiese. Dein Rabe findet den Weg. Hm. Nice. Quest abgeschlossen. Fertigkeiten. So, Inventar. Dann wieder. Seltsame und doch schöne Steine. Der Legende nach sind sie Splitter von Ymis gefrorenen Tränen. Ein Altar. Okay. Wie geht's weiter? Kapitel 2 Abwehrmaßnahmen. Evo prüft die Wirksamkeit des vom Baumeister vorgeschlagenen Schutzes. Okay. Lädt Cindy. So. Da die sollen was essen. Oh, ein Fuchs. Euch ein Fass. Hier muss doch irgendwas sein, oder? Oder ja, Mann, geht auch. Nice.